Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Liebe Geschwister, assalamu alaikum wa rahmatullah. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Das waren die Worte der ersten Offenbarung. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Und das waren nicht nur die Worte der ersten Offenbarung. Diese Worte sind zugleich eine direkte Erfüllung einer Prophezeiung. Eine Prophezeiung aus dem Alten Testament. Und wir haben den ersten Teil davon bereits angesprochen. Es war die Prophezeiung, die die Juden ursprünglich nach Medina geführt hat, mit denen sie die Araber jahrhundertelang geärgert haben. Wo sie immer gesagt haben, es kommt irgendwann einmal der letzte Prophet und er wird den Sieg davon tragen. Es war diese Prophezeiung. Was stand in ihren Schriften über diesen Propheten? Es wurde ihnen gesagt, einen Propheten wie dich, also wie Musa, will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken. Das war der erste Teil der Prophezeiung. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken. Und wir hatten schon gesagt, der Prophet wie Musa, das war kein anderer als der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Zur Zeit von Isa hat man noch auf diesen Propheten gewartet. Und während der Zeit von Isa und danach gab es niemanden, auf den diese Beschreibung passen würde, außer der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war wie Musa mit 40 Jahren zum Propheten berufen. Er sollte antreten gegen die Top-Anführer des Unglaubens. Er hat sie gewarnt, hatte mit ihnen eine Auseinandersetzung und Allah rettete ihn durch eine Auswanderung. Er wanderte mit den Gläubigen aus, deren Staatsoberhaupt er geworden ist. Er bekommt neue Gesetze offenbart, eine neue Scharia. Und er hatte einige Probleme, Auseinandersetzungen mit Leuten, die nur nach außen vorgegeben haben, dass sie glauben würden. Das ist die Beschreibung des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, eine Prophetin wie dich. Das Leben des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, spiegelt das Leben des Propheten Musa wider. Aber es steht noch mehr darin. Das war nur der Teil einer Prophetin wie dich. Allah sagt über diesen Propheten noch mehr. Und ich will ihm meine Worte in den Mund legen und er soll ihnen alles verkünden, was ich ihm gebieten werde. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen. Das ist Iqra. Lies. Was lesen? Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Lies die Worte Allahs. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen und er soll ihnen all das verkünden, was ich ihm gebieten werde. Das ist die Erfüllung in Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Die erste Offenbarung ist eine Erfüllung dieser Prophezeiung. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen. Deswegen war es für Waraqa ibn Nawfal, den Cousin von Khadija, nicht besonders schwer zu erkennen, wen er das vor sich hat. Er kannte sich gut mit den Schriften aus. Und als er das hörte, und er hat ja nicht viel von der Offenbarung kennengelernt. Er hat nur die ersten 6 Verse gehört. Er hörte nur, okay, ein Engel kam zu mir, er sagte mir, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, und er hat sofort gesagt, okay, das ist derselbe Engel, der zu Musa kam. Das ist das Gleiche. Er hat ihn sofort erkannt aufgrund seiner Kenntnisse der Schriften. Es war für ihn nicht besonders schwer. Aber das war nicht der einzige Grund, warum er ihn erkennen konnte. Beziehungsweise warum er ihn nicht nur erkannt hat, sondern warum er ihm gefolgt ist. Es war seine Aufrichtigkeit. Das war das Besondere an Waraqa ibn Nawfal. Er war nicht der Einzige, der ihn erkannt hat. Erkannt als Propheten haben ihn viele. Aufgrund seiner Glaubwürdigkeit haben viele in seinem Volk damals gesagt, okay, selbst die Anführer der Quraysh sagten, ja, wir wissen, es ist ein Prophet. Das sind nicht die Worte von einem Menschen. Das können nur die Worte Allahs sein. Als er später nach Medina ausgewandert ist, dann war der Grund, warum die Juden ihn abgelehnt haben, nicht derjenige, dass sie an ihm Zweifel hatten. Sie wollten das nicht. Waraqa ibn Nawfal, er hatte Aufrichtigkeit. Das war das, was ihn dazu geführt hat, seine Botschaft anzunehmen. Und man erkennt das an dem, was er sagt. Er hat ihm ja prophezeit, dein Volk wird dich vertreiben. Und für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, war das eine Überraschung. Wie kann das sein? Mich? Ich? Ich meine, ich bin doch Al-Amin, ich bin beliebt und geehrt und geschätzt hier in meinem Volk. Wie kämen sie auf die Idee, mich zu vertreiben, ausgerechnet ihn? Unter normalen Umständen wäre das auch kaum vorstellbar gewesen. Aber Waraqa ibn Nawfal hat ihm schon gesagt, ich kenne das von früher. Es ist noch nie jemand gekommen mit dem, womit du gekommen bist, ohne
dass er Probleme hatte mit seinem Volk und sie haben versucht, ihn zu vertreiben. Dein Volk wird dich vertreiben. Und was sagte er dann zu ihm? Ich meine, was würde jeder normale Mensch jetzt sagen? Okay, dein Volk vertreibt dich, dann viel Spaß. Also ich halte mich raus, ich habe hier mein eigenes Leben. Also besser, du kommst nicht mehr zu mir. Ich möchte nicht, dass die Leute denken, ich habe irgendwie viel mit dir zu tun. Und wenn sie zu mir kommen und fragen, dann weißt du ja, ne? Also ich kenne dich grob und mehr auch nicht. Ich weiß zwar, du bist wahrhaftig, aber die Umstände, du weißt ja. Ich habe auch hier mein eigenes Leben. Das wäre normal. Aber Waraqa ibn Naufal sagt zu ihm, ich wünschte, ich könnte mit dir sein. Ich wünschte, ich könnte an deiner Seite sein, wenn dein Volk dich vertreibt. Manchmal muss man sich einfach entscheiden zwischen einem angenehmen Leben und der Belohnung von Allah. Manchmal kann man beides haben und das ist auch nicht schlimm. Es ist nicht verboten, dieses Leben zu genießen und sich zu bemühen, dieses Leben angenehm zu gestalten. Warum soll man sich unnötig Probleme machen? Aber manchmal steht das angenehme Leben in einem Konflikt mit der Belohnung und der Zufriedenheit Allahs. Und was machst du dann? Was, wenn du dich entscheiden musst? Das ist der Moment, wo sich Aufrichtigkeit zeigt. Wenn du sagst, okay, ist mir egal, ich bin bereit, auf das angenehme Leben zu verzichten, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, die Zufriedenheit Allahs zu erlangen. Das ist Aufrichtigkeit. Wie oft haben wir das heute schon gesagt? Ich wünschte mir damals mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gewesen zu sein. Ich selber schon und ich habe es schon oft gehört. Was wäre das schön mit ihm, mit den Gefährten, all diese Geschichten einmal live zu erleben. Wir betrachten das jetzt so aus der Ferne. Aber ich stelle mir manchmal die Frage, wie wären wir gewesen? Du und ich, wie wären wir damals gewesen? Wären wir Leute gewesen, die gesagt hätten, okay, ich wünschte mir, an deiner Seite zu sein, wenn dein Volk dich vertreibt. Ich wünschte, ich wäre mit dir, von deiner Gruppe, mit den Leuten, die vertrieben werden. Zu wem würden wir gehören in Mekka? Wären wir wirklich an der Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen oder hätten wir nicht Ausreden gesucht? Und Ausreden gibt es zuhauf. Auch seine Gegner haben ihn erkannt. Die haben gewusst, ja, das ist ein Prophet. Aber es war ihnen zu unbequem, ihm zu folgen. Das war der Grund, warum sie ihn abgelehnt haben. Waraqa ibn Naufal war ein alter Mann. Er war dem Tode nahe. Und er sagte, ich wäre gerne mit dir. In dem Moment, wo es unangenehm wird. Die ganze Auseinandersetzung war damals nicht ideologisch. Es ging nicht um einen Gott und mehrere Götter. Es ging um die Annehmlichkeiten dieser Welt. Das war alles. Was die Quraysh getrieben hat, diese Botschaft abzunehmen, das waren zwei Dinge. Zum einen war Götzendienst ihr Business. Das hat sie zu den Quraysh auf der arabischen Halbinsel gemacht. Alle Stämme kamen zu ihnen und sie haben quasi die Götzen der verschiedenen Stämme als Geisel gehalten in der Kaaba. Und das hat ihnen Vorteile gebracht. Und auf der anderen Seite wäre es komisch gewesen, wenn sie einfach so die Religion ihrer Vorväter verlassen hätten. Sollen wir das wirklich machen? 1000 Jahre lang haben unsere Vorväter dies und das gemacht und jetzt sollen wir einfach einen anderen Weg gehen. Was werden die Leute sagen? Sieht das nicht komisch aus? Und das war das, was sie bewegt hat. Das war damals so und das ist noch heute so. Das sind die Hauptfaktoren, warum man diese Botschaft ablehnt. Es ist nicht unbedingt das Hinterfragen und die Zweifel, gibt es einen Gott und Propheten. Selbst wenn man davon überzeugt ist, selbst dann braucht es noch etwas, um die Botschaft zu akzeptieren. Und das ist diese Aufrichtigkeit. Was hält Menschen heute davon ab, Muslime zu werden? Was sollen die Leute sagen? Ich kann mich an mich selber erinnern, als ich auf dem Weg war, Muslim zu werden. Ich war ja schon mein ganzes Leben davon überzeugt, dass es einen Gott gibt. Und insofern war die Botschaft des Islams für mich eigentlich nicht leicht zu akzeptieren. Von innen her. Zu erkennen, dass das die Wahrheit ist. Zu sagen, ja, das macht Sinn. Das ging relativ schnell. Aber es hat noch Monate gedauert, bis ich tatsächlich bereit war, diese Botschaft auch zu akzeptieren, anzunehmen, dem zu folgen. Und diese Monate habe ich mit Diskussionen verbracht. Ich habe mit demjenigen, der mir diese Botschaft präsentiert hat, diskutiert bis aufs Messer. Aber nicht, weil ich von dem, was er sagte, nicht überzeugt war. Ich war davon überzeugt. Von innen her wusste ich, dass er recht hat. Aber ich wollte das nicht annehmen. Denn wenn ich diese Botschaft annehme, dann muss ich ja irgendwann zu meinen Eltern gehen. Was werden die sagen?
Was wird meine Verwandtschaft sagen, mein Freundeskreis, was ist damit alles verbunden? Das hat mich am Ende davon abgehalten. Auch zu einem Zeitpunkt, wo ich davon überzeugt war. Und was Waraka eben Naufal ausgezeichnet hat, war, dass er sagte, nein, ist mir egal, was die Leute sagen. Das ist Aufrichtigkeit. Das betrifft nicht nur die Botschaft an sich, manchmal auch nur Teile davon. Wir haben heutzutage manchmal Diskussionen darüber, ist Kopftuch Pflicht oder nicht. Aber diese Diskussionen sind oftmals nicht argumentativ oder wissenschaftlich. Warum sagt jemand so etwas? Es ist unbequem, wenn es Pflicht ist. Wenn ich sage, das ist Pflicht, dann muss ich mich vielleicht irgendwann einmal daran gewöhnen. Ich versuche, das mal zu tragen. Und wenn nicht, ja, dann muss ich damit leben, dass es gibt quasi einen gewissen Makel. Eine Baustelle, die ich noch zu schließen habe. Also was ist der einfachste Weg? Ich stelle das in Frage. Nein, ist nicht so. Aber was steckt dahinter? Was werden die Leute sagen? Was werden die Leute sagen? Warum traut man sich nicht zum Arbeitgeber zu gehen und einfach zu fragen, hey, ich bin Muslim, kann ich hier mein Gebet verrichten? Du musst ja nicht mal fragen, das ist dein Recht. Du kannst mir einfach Bescheid sagen. Hey, ich brauche 2x am Tag 5 Minuten Pause. Aber warum macht man das nicht? Was werden die Leute sagen? Es sieht einfach nur komisch aus. Und das führt dazu, dass man sich lieber etwas anderes sucht, einen Ausweg, als das zu riskieren. Was werden die Leute sagen? Warum ist es schwer, zu bestimmten Überzeugungen zu stehen? Allen voran in der heutigen Zeit. Selbst so Dinge, die Jahrtausende lang völlig klar waren, werden ja heute in Frage gestellt. Wenn das Thema LGBT auf die Tagesordnung kommt, da werden wir alle nervös. Das ist schwer. Aber aus welchem Grund? Weil man sich Gedanken darüber macht, was die Leute sagen. Manchmal fällt es uns sogar schwer, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam selber zu stehen, zu dem, was er sagte, was er getan hat. Wenn die Leute uns darauf ansprechen, sind wir so. Warum? Was sollen sie denken? Was sollen sie über uns sagen? Wo wären wir also zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen? Wenn ich das heute sehe, wo wären wir damals gewesen? Wären wir nicht auch auf der Seite gewesen, vielleicht auch auf der Seite, die Ausreden gesucht hätten? Waraka ibn Naufal war vom ersten Tag anders. Er wusste, diese Religion, die ist nicht wegen Bequemlichkeit gekommen. Das Leben kann angenehm sein, wunderbar. Aber es kann auch unangenehm werden. Das ist okay. Das ist absolut okay. Ich suche die Wahrheit, nicht die Bequemlichkeit. Waraka ibn Naufal war der zweite Konvertit. Der erste, beziehungsweise die erste, das war Khadija, die Frau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und damals ging das noch ohne Shahada. Khadija hat sie sicherlich später gesagt. Aber Waraka ibn Naufal, zu seiner Zeit gab es noch keine Shahada. Aber er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam bestätigt. Er hat nicht diese beiden Sätze gesagt, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Aber er hat es quasi gelebt und bestätigt. Er hat sowieso niemanden außer Allah angebetet. Auch schon vorher nicht. Und jetzt kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm und er hat ihm gesagt, du bist wahrhaftig ein Prophet. Kein Zweifel daran. Das hat ihn damals schon zu einem Muslim gemacht. Und wir wissen das aus dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Er wurde später einmal nach Waraka ibn Naufal gefragt. Denn er ist schon einige Tage später verstorben, nachdem er von Propheten sallallahu alaihi wasallam erfahren hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe Waraka ibn Naufal in einem Traum gesehen. Und er hatte 2 weiße Gewänder an. Und wenn er zu den Bewohnern des Feuers gehören würde, dann hätten wir ihn bestimmt mit einer anderen Kleidung gesehen. Deswegen wissen wir, Waraka ibn Naufal gehört zu den Bewohnern des Paradieses. Er war der erste Sahabi, der erste Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er war der erste, der als Muslim gestorben ist. Wenige Tage nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm kam. Khadija und Waraka ibn Naufal wurden Muslime unmittelbar nach der ersten Offenbarung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam zu ihm, hat ihm gesagt, es kam ein Engel zu mir, er hat mir etwas offenbart. Das waren die ersten 6 Verse und das hat ausgereicht. Und diese beiden waren in dieser Zeit wichtig für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn er kam nach Hause und hatte Zweifel. Nicht unbedingt Zweifel an dem, was er gesehen hat. Aber wenn man sich das einmal vorstellt, so ganz allgemein. Du bist jemand, der 40 Jahre lang im damaligen Arabien lebt. Du führst ein aufrichtiges Leben, du bist bekannt und beliebt.
Und plötzlich kommt ein Engel zu dir mit Offenbarung. Die erste Frage, die du dir stellst, ist, warum ich? Also wer käme auf die Idee, dass er selber der letzte Gesandte Allahs sein könnte? Dass er ein Empfänger von Offenbarungen von Allah wäre? Er hätte quasi ein Anrecht darauf. Er wäre schon passend dafür. Also von all den Menschen, die hier leben, ja, da wäre ich das wahrscheinlich. Wer würde so denken? Ich meine, niemand außer ein Betrüger würde so denken. Oder vielleicht ein Verrückter. Aber ein aufrichtiger Mensch käme nicht auf die Idee. Das war deswegen auch eine normale Reaktion, dass der Prophet erstmal dachte, okay, was passiert hier? Ich soll der letzte Gesandte Allahs sein. Wie? Wieso ich? Und Khadija und Waraqa ibn Nawfal waren diejenigen, die ihn bestätigt haben. Sie haben ihm seine Zweifel genommen. Khadija sagte direkt zu ihm, Allah wird dich nicht in Schande stürzen. Du bist bekannt hier als guter Mensch. Allah wird dich nicht einfach so lassen. Du kümmerst dich um die Verwandtschaft, um die Armen. Niemals. Sie hat ihm quasi aufgrund seines Charakters die Zweifel genommen. Und Waraqa ibn Nawfal war jemand, der die Schriften kannte. Und er sagte, das, was dir offenbart wird, das war vorher schon, das war Musa. Jetzt ist das Ganze nochmal passiert. Das hat den Propheten etwas beruhigt. Manchmal brauchst du solche Menschen. Und erst recht brauchst du sie, wenn du eine wichtige Mission vor dir hast. Menschen, die dir die Zweifel nehmen. Im Laufe seiner Mission hatte der Prophet öfter mal Zweifel. Mache ich das alles richtig? Ich präsentiere ihnen die Botschaft, die Leute kennen mich, aber trotzdem sind sie alle mir so feindlich gesonnen. Wie kann das sein? Und manchmal hat Allah ihm selbst diese Zweifel genommen. Jetzt am Anfang, wo die erste Offenbarung zu ihm kam und danach erstmal eine Pause war, waren es diese beiden Menschen, Khadija und Waraqa ibn Nawfal. Und ich wünschte mir, dass wir nur das schon aus der Sira mitnehmen. Heute bekommt niemand mehr Offenbarung, es wird kein Prophet mehr kommen. Aber wir haben Geschwister, die sich was Wichtiges vornehmen. Eine großartige Sache. Und das kann alles Mögliche sein. Einer möchte sich selbstständig machen, weiterbilden, ein Studium aufnehmen, vielleicht sogar schon später. Er möchte lernen, ein Gelehrter werden, vielleicht ein Buch schreiben. Und man wird oft sagen, ach, der, du? Du willst das machen? Seid nicht so. Wir sollten Leute werden, die den Geschwistern Mut machen. Wenn wir etwas sehen in jemandem, wo wir sagen, okay, der könnte das schaffen, dann mach ihm Mut, sag, Bismillah. Hab keine Sorge, Allah ist mit dir. Wenn du von Anfang an Leute hast, die immer an dir zweifeln, dann wird es schwer, irgendwas Großes umzusetzen. Egal, was es ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat am Anfang zwei Menschen, Khadija und Waraqa ibn Nawfal. Sie haben ihm die Zweifel genommen. Wenn man sich das nun vorstellt, ein Engel kommt zu ihm und du weißt, okay, du bist ein Gesandter Allahs. Die erste Offenbarung. Ich versuche mir, das immer im Nachhinein vorzustellen. Was passierte danach? Wenn ich mich mal so in seine Lage versetze, wie waren die Tage danach? Wenn er mit seiner Frau Khadija durch Makkah geht. Das war wie ein Geheimnis zwischen den beiden. Das wusste ja sonst noch kaum einer. Sie gehen quasi so durch den Markt und kaufen vielleicht irgendwas ein für den Haushalt. Und sie sind da inmitten von all diesen Leuten. Und der Prophet weiß, er ist ein Prophet. Und seine Frau weiß, der Mann an meiner Seite, das ist der letzte Gesandte Allahs. Sallallahu alaihi wasallam. Wie ist das so, wenn man so durch die Leute geht? Man weiß das so. Ich stelle mir das manchmal vor. Ich stelle mir vor, wie sie durch Mekka gehen und sie sehen den Berg des Lichts, Jabal al-Nur, mit dieser Höhle der ersten Offenbarung. Wie würde das sein? Würde er nicht hochschauen und manchmal lächeln? Und dann diesen ersten Moment denken, wo die Offenbarung kam? Aber noch was anderes. Wenn er so durch die Straßen geht, würde er sich nicht fragen, wie geht es jetzt weiter? Das ist eine großartige Sache, die vor ihm liegt. Das hat er ja gemerkt. Der letzte Gesandte Allahs zu den Menschen. Wie geht es jetzt weiter? Was passiert? Wenn ich mir vorstelle, ein Chef kommt zu mir mit einer gewaltigen Sache. Ein gigantisches Projekt. Das ist jetzt deine Aufgabe. Und er gibt mir so ein paar Informationen und das war's. Ich würde jeden Tag darauf warten, okay, wie geht es jetzt weiter? Was passiert? Was sind die nächsten Stationen? Und so war es auch mit dem Gesandten Allahs. Er hatte 6 Verse in seiner Hand.
du bist der Gesandte Allahs. Und jetzt, wo alles angefangen hat, wie geht es weiter? Das kann ja nicht alles gewesen sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wartete voller Sehnsucht auf die nächste Offenbarung. Wann würde Jibril wiederkommen? Wann würde er sehen, wie es weitergeht? Der nächste Tag brach an und verging. Und der Tag danach auch. Und danach wieder. Ein Tag nach dem anderen verging und es passierte nichts. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging sogar wieder zu der Höhle, dem Berg hoch. Und hat vielleicht gehofft, dass der Engel Jibril zu ihm kam. Und er ging hoch und wartete und ging irgendwann wieder runter. Nichts, keine Offenbarung, kein Engel. Und er selber hat sich schon angefangen, Sorgen zu machen. War das doch nur ein Traum? War das doch nur ein Traum? Und dann eines Tages, wo er von der Höhle runterkam. Es gibt so 30, 40 Tage, sind so die Meinungen nach der ersten Offenbarung. Da ging er den Berg runter. Und plötzlich hörte er, wie jemand seinen Namen ruft. Da schaute sich um und sah niemanden. Und dann schaute er zum Himmel empor und er sah den Engel Jibril. Und er sah ihn in seiner wahren Form, auf einem Thron sitzend zwischen Himmel und Erde. Er hat sich so sehr danach gesehnt. Aber jetzt, wo er ihn gesehen hat, zitterte er. Er hatte Angst. Und er rannte zurück zu Khadija und er sagte, Dathiruni, bedeckt mich. Also werft Decken über mich. Und dann folgte die zweite Offenbarung. Ja, ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. O du Bedeckter, steh auf und warne. Und auch diese zweite Reaktion zeigt, er war ein aufrichtiger Mensch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein aufrichtiger Mensch. Ein Betrüger oder ein Verrückter hätte keine Selbstzweifel. Er war völlig von sich überzeugt. Der Betrüger würde es gar nicht nach außen hin zeigen. Und der Verrückte ist ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass er fest davon überzeugt ist, okay, das ist es. Ich bin wirklich ein Engel, ein Prophet oder was auch immer. Ein aufrichtiger Mensch ist nicht so. Ein aufrichtiger Mensch, der weder das eine noch das andere ist, er würde genauso reagieren. Er hätte auch Angst, würde sich Sorgen machen. Das hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam gekennzeichnet. Und vielleicht war das auch einer der Weisheiten hinter dieser Pause. Warum nicht direkt nach der ersten Offenbarung eine zweite folgt? Vielleicht, um der Welt zu zeigen, dieser Mensch ist aufrichtig. Das ist jemand, der sich Sorgen macht. Wenn er eine Offenbarung erhält und dann einen Monat lang oder noch länger keine zweite, dann denkt er, was passiert hier? Vielleicht war das einer der Weisheiten dahinter, um zu zeigen, wie ein aufrichtiger Mensch reagiert. Aber es war noch mehr. Hinter dieser Pause nach der ersten Offenbarung steckte noch mehr. Diese Pause hat dafür gesorgt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine unglaubliche Sehnsucht entwickelte. Das war keine Normalität. Es war nicht so, dass einfach jeden Tag der Engel bei ihm vorbeikommt. Sondern er hatte diese erste Offenbarung und dann wartete er gespannt, was passiert. Das war für ihn etwas Besonderes. Die Offenbarung war keine Normalität. Ich kann mich daran erinnern, wie ich das erste Mal nach Mekka gefahren bin. Das war 1997, das war was Besonderes. Zum allerersten Mal vor der Kaaba. Das war besonders. Aber jetzt war ich oft da gewesen. Und auch wenn es immer wieder was Besonderes ist, es ist nicht wie beim ersten Mal. Wenn man es so oft macht, wird es irgendwann zu einer Gewohnheit. Und das nimmt ein Stück weit die Besonderheit. Ich erkenne auch heute noch die Leute, die zum ersten Mal in Mekka sind und solche, die öfter dahin kommen. Man merkt das an der Reaktion, das ist normal. Und so gab es diese Sehnsucht im Herzen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nach der Offenbarung. Und ebenso war die Offenbarung eine anstrengende Sache. Es war nicht leicht. Allah hat ihm quasi nach der ersten Offenbarung Zeit gegeben, zu sich zu kommen und Kräfte zu sammeln. Sich bereit zu machen für das, was kommt. Die erste Offenbarung war quasi eine Ankündigung. Es war ein Bereitmachen, hör mal zu, es passiert jetzt etwas. Wie man das heute auch manchmal macht. Wenn man jemandem sagt, okay, nächste Woche geht es los. Das ist nur erstmal eine Ankündigung. Es kann sein, dass eine großartige Sache folgt. Eine Reise, ein großes Projekt, wenn man eine Schlacht zieht. All das sind große Dinge und man kündigt sie vorher an.
Und die erste Offenbarung, was ist das für eine Angelegenheit? Allah hat Musa zu Pharao geschickt. Aber Musa hatte nach seiner ersten Offenbarung quasi die ganze Reise Zeit über, um sich zu erholen, um das zu verarbeiten, um sich darauf vorzubereiten. Musa hat nicht den Auftrag bekommen, zum Pharao zu gehen und am nächsten Morgen steht er quasi im Pharao vor dem Palast. So war das nicht. Diese Offenbarung ist eine gewaltige Mission. Und Allah hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam behutsam herangeführt. Auch das ist eine Weisheit hinter dieser ersten Pause nach der Offenbarung. Was ist die Offenbarung überhaupt? Wenn wir immer so sagen, Offenbarung. Offenbarung ist, ein Engel kommt zu dir. Das ist eine der möglichen Formen. Insgesamt gibt es sieben. Sieben Formen der Offenbarung. Offenbarung ist ganz allgemein etwas, was von Allah kommt. Es ist nicht einfach etwas, was du dir gedacht hast, so eine logische Schlussfolgerung, sondern es ist eine Inspiration von Allah. Etwas, wodurch Allah dir etwas klar macht, etwas Besonderes zeigt. Etwas, was du sonst nicht hättest wissen können. Etwas, was nicht dein Verstand dir hätte sagen können. Und das hat verschiedene Formen. Die erste davon ist die, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon vor seinem Prophetentum hatte. Und das ist der wahre Traum. Und den gibt es auch heute noch. Es kann sein, dass auch heute noch Muslime einen wahren Traum haben. Ein wahres Traumgesicht, sagt man auch. Das bedeutet, dass man im Traum etwas sieht und das erfüllt sich so. Oder im Traum erfährst du etwas und du lässt den Traum deuten und du gehst dann diesen Weg entsprechend der Traumdeutung. Und das war ein Hinweis von Allah. Das wahre Traumgesicht. Das gibt es auch heute noch. Und auch der Prophet hatte sowas schon vor dem Prophetentum. Die zweite Form der Offenbarung ist eine Inspiration von Allah. Man nennt es auch Ilham. Es ist wie eine Einflüsterung von einem Engel. Das hatten auch andere Menschen. Nicht nur Propheten. Die Mutter von Musa zum Beispiel. Als Allah ihr eingegeben hat, dass sie Musa, ihr Neugeborenes, in den Fluss wirft. Nicht einfach so, in einen Korb natürlich. Aber welche Mutter würde das machen? Einfach so. Aber das war eine Inspiration von Allah. Wahi. Offenbarung, so wird es auch bezeichnet. Wa'uhayna ila ummi Musa. Wir haben der Mutter von Musa eingegeben. Wahi. Wir haben ihr eine Offenbarung gegeben. Das ist eine Inspiration. Allah gibt dir ein, was du zu tun hast. Das ist nicht exklusiv für Propheten. Das können auch Menschen, die keine Propheten sind, bekommen. Aber es sind in der Regel sehr rechtschaffene Menschen, besondere Menschen, nicht einfach irgendwelche. Sie haben bei Allah eine besondere Stufe. Das ist die zweite Form der Offenbarung. Die dritte Form der Offenbarung, die hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erlebt und sie war leicht für ihn, so hat er es später gesagt. Und das war, wenn der Engel Jibril in seiner menschlichen Form zu ihm kam. Und manchmal konnten ihn dann auch andere erkennen. Also wenn jemand bei ihm war, konnte er sehen, dass der Engel kam. Und er sah in dieser Gestalt aus wie einer der Sahaba, später ist er Sahabi geworden in Medina. Es war ein Mann namens Dihya al-Kalbi. Er galt als besonders schön. Und der Engel Jibril, wenn er in seiner menschlichen Gestalt kam, dann sah er aus wie dieser Dihya al-Kalbi. Manchmal hat Aisha ihn sogar verwechselt. Wenn der Engel Jibril zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, fragte sie, was wollte Dihya von dir? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das war nicht Dihya, das war Jibril. Engel können auch in der Form von Menschen kommen. Beispielsweise zu Propheten Ibrahim oder zu seinem Neffen Lot. Da kamen die Engel in menschlicher Gestalt. Und das war leicht für den Propheten. Aber manchmal war es schwer für ihn. Manchmal war die Offenbarung sehr schwer. Sie kam dann zu ihm in einer Form, die er beschrieben hat, wie das Klingen von einer Glocke. Also so groß und gewaltig, dass ihn das überkommen hat. Man kann sich das vorstellen, wenn man so neben einer großen Glocke steht und die fängt an zu läuten. Das nimmt dich mit. Und das war ein Zustand, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann den Eindruck gemacht, als hätte er sein Bewusstsein verloren. Hat die Augen geschlossen und der Kopf ist nach unten gesunken. Und dann war er quasi in einer anderen Welt. Er war nicht mehr hier. Er war in der Welt der Offenbarung. Und das war schwer. Das war schwer für ihn auch körperlich. Als Suratul Ma'idah offenbart wurde, kam sie in dieser Form. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß auf seinem Kamel. Und das Kamel, es musste in die Knie gehen, weil es das nicht tragen konnte. Und einmal hatte ein Sahabi seine Knie, seinen Oberschenkel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich so draufgelehnt, als die Offenbarung kam. Und der Sahabi sagte, ich hatte das Gefühl, als ich hatte Angst, mein Knochen würde brechen von diesem Gewicht der Offenbarung.
Das war auch für den Propheten schwer. Das war schwer für ihn. Man denkt immer, das war so leicht. Offenbarung durch einen Engel, aber das war es nicht immer. Einige Male hat der Prophet den Engel auch in seiner wahren Form gesehen. Nicht in seiner menschlichen Gestalt, sondern in der Gestalt eines Engels. Das war die Begebenheit nach seiner ersten Offenbarung, wo er von dem Hügel runterkam. Er schaut zum Himmel und er sieht den Engel Dschibril in seiner wahren Form. Und er beschrieb ihn später mit 600 Flügeln und von den Flügeln dann vielen Juwelen, Perlen und Rubine, von denen nur Allah weiß. Das war die wahre Form von Dschibril. Und dann gibt es noch eine Form, das ist wie eine direkte Offenbarung von Allah. Manchmal finden wir Verse im Koran, die ein Hinweis darauf sind, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Offenbarungen bekam, die nicht so im Koran erwähnt wurden, aber sie kamen von Allah. Beispielsweise in Surat Al-Imran, wo Allah erwähnt, إِذَا تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Und als du zu den Gläubigen sagtest, genügt es euch denn nicht, dass euer Herr euch mit 3000 niedergesandten Engeln hilft? Das war eine Offenbarung quasi vor einer Schlacht, wo Allah dem Propheten mitgeteilt hat, dass ihr mit 3000 Engeln unterstützt werdet. Aber das findet man sonst an keiner Stelle im Koran. Allah erwähnt es hier, dass er das vorher einmal dem Propheten gesagt hat. Aber woher kam diese Information über 3000 Engel, wenn sie nicht über den Koran kam? Allahu alam, aber das erwähnen einige Gelehrte, es gibt eine direkte Offenbarung von Allah, nicht über einen Engel. Und es gibt noch die siebte Form, und das ist die direkte Unterhaltung mit Allah. Das hat der Prophet einmal erlebt, und das war während der Nachtreise, wo Jibril ihn zu Hause abgeholt hat. Sie sind nach Jerusalem, er hat die Propheten im Gebet geleitet und von da aus ist er über die sieben Himmel gestiegen. Und er hatte ein direktes Treffen mit Allah, könnte man sagen. Er ist da zu einem Ort gekommen, wo selbst der Engel Jibril ihm nicht hinfolgen konnte. Der Engel Jibril begleitete ihn über die sieben Himmel und irgendwann kamen sie an eine Stelle, wo Jibril zu ihm sagte, hier kann ich nicht weiter. Weiter darf ich nicht, du gehst alleine. Und das war ein Gespräch zwischen Allah und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam allein. Nur Allah und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das war der Moment, wo Allah dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Gebete offenbart hat. Die Gebete wurden nicht Pflicht durch eine Offenbarung im Koran, sie waren ein direktes Gespräch mit Allah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin an eine Stelle gekommen, wo ich den Stift schreiben gehört habe. Ein Stift. Es ist der Stift, den Allah 50.000 Jahre vor der Schöpfung erschaffen hat und dem er befohlen hat, alles niederzuschreiben bis zum jüngsten Tag. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich war an einer Stelle, wo ich das gehört habe, wie der Stift geschrieben hat. Das passiert selten, dass Allah mit jemandem so direkt spricht. Allah hat das auch mit Musa getan. Er hat mit Musa direkt gesprochen. Aber das war hier auf der Erde, auf dem Berg Sinai. Mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam war es anders. Allah hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam einem Engel geholt und er hat ihn direkt über die sieben Himmel gebracht. Ich habe das heute manchmal als Argument von Christen gehört. Euer Prophet, er hat nur über einen Engel Offenbarung erhalten. Niemals von Allah direkt. Das ist nicht richtig. Allah hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sich geholt für eine persönliche Unterhaltung. Das sind die sieben Formen der Offenbarung, von denen wir einige beim Propheten sallallahu alaihi wasallam finden. Die erste war Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Und die zweite war Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. O du Bedeckter, erhebe dich und warne. Und einige Gelehrte sagen, die erste Offenbarung Iqra, das war der Beginn des Prophetentums. Und die zweite Offenbarung, steh auf und warne, das war der Beginn seiner Mission. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Vielen Dank fürs Zuhören.